Ja, willkommen zurück zu The Walking Dead. Das Survival Instinct. So, wir sind stehen geblieben, genau hier, wo jetzt auch gerade einer kommt. Wie ich kann nicht aufstehen. Auf Kreis? Hab ich gerade versucht, aber nicht. So, weg. So, bist du tot? Nein. Ja, guck. Ja, ich weiß schon, aber wir haben übelst wenig. Nee, ist nicht mehr da. Oh mein Gott. Gar nicht mehr. Nein. Halte mal alles auf Kurs. Genau, ich. Wir müssen hier rein. Ich sehe nichts. Also nichts anderes für mich. Ich sehe nichts und ich höre was. Ah, was ist das hinter denn? Hinter dir. Wo kam der denn jetzt her? Wir haben doch hier hinten alles ausgeschalten, oder? Ja, tja, ich weiß auch nicht. Also die wandern doch, die Zombies. Ach so. Das sind doch Wanderzombies. Sogenannte Wanderzombies. Oh, Alter, wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen muss. Ja, von der Kraut auf jeden Fall. Alter, warum haben wir jetzt auch noch nicht so viel gemacht? Ah, das ist genau die gleiche Karte, wo du mal gespielt hast, wo du hier. Wo alles gar waren. Keine, waren, ne? Keine Zombies da waren, ja. Also das Kartenlevel-Design ist sehr Bröt. Kreativ gestaltet. Ja, ich glaube, der hier an dem Truck gesessen hat, der steht da auf. Wollt ihr mal anrufen? Nee, du wolltest versuchen, zu begehen. Ja. Oh, das hat Mensch, der. Mensch. Wie hast du das wieder hingekriegt, Steve Kniebel? Das war mehr Glück, denke ich mal. Mehr Glück, wie Verstand? Mehr Verstand wie Glück. Ja. Du musst hier bestimmt durch Steiner durch oder irgendwie sowas. Hä? Ja? Irgendwie bin ich hier hochgekommen. Ja, aber drüber nicht, hä? Doch. Ich höre was. Da steht er noch. Links. Da. So, hallo, ich bin. Voll Blut dagegen genatzt. Ich schlag gern mehrmals ein. Oh, was ist los? Ich denke, wenn ich loslasse, dann. Nee, der hält bloß eine Weile gedrückt und dann. Was machst du hier so? Chillen. Hallo? Der chillt. Okay, chillt. Der ist ein Chillen. Irgendwo muss der Reifen aber schon hier liegen. Rechts, 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 rechts. Da. Oh Gott, und noch jemand. So, also. Ich glaube, wir haben noch was zum Heilen, hast du dabei mit? Ich glaube, du musst immer dagegen halten irgendwie. Oh, das ist besser. So, jetzt müsstest du da eigentlich raus. Jetzt musst du aber hier durch das ganze Diner oder bestimmt wieder zurück. Oh, ein Bolzen. Gehen Sie zum Fahrzeug zurück. Irgendwas ist aufgewacht hinter dir. Na gut. Ja, hallo? Ja, das Problem ist, dass wir jetzt hier nicht wieder rüberkommen. Deswegen musst du jetzt hier durchs Diner. Das war bestimmt auch nicht ihr Plan, dass du da drüber spielen kannst. Kannst du nicht auch hier die Bretter kaputt kloppen? Nee. Nee. Nur die Türen gegen kaputt, das ist ja doof. Verdammte Scheiße. Ich will nicht durch. Naja. Oder wenn du jetzt hier links gehst, kommst du erstmal aufs Klo. Oh, was war das jetzt gewesen? Ich bin auf jeden Fall. Ist hier jemand? Hallo? Ist hier jemand auf Klo? Wo liegt das? Oh, wir haben das ist gut für die Munition. Genau das, was wir nicht brauchen. Wenn du aber schnell links vorbeigehst, kommst du raus. Bloß da kommen wir bloß wieder zum Auto und haben kein Benzin. Das ist richtig, aber uns bekommt es nicht so richtig. Tür auf, Tür zu. Oder so. Oh Gott, du schwitzt. Tu doch nicht schwitzen. Ach Gott, schnell weg hier. Oh mein Gott. So,
Ja, kannst du nicht anders machen? Das ist richtig. So, wir könnten jetzt auch Highway nehmen. Wir nehmen lieber Highway. Probieren wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube nicht weit. Schneller durch, irgendwie, schätze ich mal. Ich glaube, dass wir da nicht weit kommen. Ich wette, wir kommen genau wieder da, wo wir vorhin waren. Du meinst jetzt hier wegen der Dings? Ja. Obwohl, wir sind schon weiter. Ne? Ja, das Stückchen können wir noch losen. Wir sind so ein ganz schönes Stückchen gekommen. Aber jetzt haben wir halt das Problem. Oh, nur 9 Liter. Toll. Ach Gott. So, jetzt sind wir wieder genau, wo wir vorhin waren. Ja, das ist ja so sinnlos. Das können wir weglegen. Schrotmunition können wir weglegen. Wir haben jetzt eh keine Schrot. Wir können ja mal ein Repetiergewehr mitnehmen. Fall eines Falles. Und da geht's. Tja, wie haben wir dann wieder viele? Das ist wieder genau derselbe Mist. Also genau, nur die gleiche Karte. Ich glaube, hier rechts haben da schon 2 Treibstoffdinger gelegen. Aber ob die hier natürlich auch ausreichen? Also ich mag... Also 9 Liter. Ich glaube, manchmal steht auch eine Zahl davor. Alter, hier sind übelst viele. Scheiße. Ich mag Zombies und Zombiespiele und etc. Filme. Aber das Spiel, Serien, das Bücher. Serien, Bücher, Comics. Aber das Spiel ist irgendwie... Figuren, Plüschtiere. Zombie-Plüschtier? Ja. Das klingt interessant. Davon will ich mehr sehen. Zombie-Plüschtier. Hallo? Ich glaube, das muss ich nachher mal mit Google eingeben. Zombie-Plüschtiere. Plüschtiere. Also was wird es bestimmt geben, oder? So zum so Kuschel-Teddy, so Zombie-Style-mäßig. Zombie-Teddy? Ja, genau. Ja, vielleicht nicht unbedingt Zombie-Teddy. Stell dir vor, mit einem Mädel mit einem Zombie-Kuscheltier geht abends ins Bett. Hier ist deutsche rechtes Benzin, siehst du das? Das ist mal Benzin, ja. Aber wir sind doch nicht. Gottes Willen. Vielleicht eine Flasche einfach mal irgendwo hinschmeißen? Einen haben wir noch? Den haben wir noch, ja. Willst du unbedingt da rein? Ja. Da ist ein bisschen Luft hier. Um den Endtreibstoff hier aufzuheben. Oh. Oh, das war schon 8. Da müssen wir gar nicht mehr so finden. Einer. Also gehen wir jetzt erstmal auf der Hauptstraße. Willst du auf die Hauptstraße gehen? Ich glaube, ich würde sagen, hier drin in dem Haus, wo du extra die Flasche hingeschmissen hast, lag zum Beispiel unter so ein Treibstoffding. Nee, wir gucken jetzt einfach mal nochmal anders. Weil die gehen jetzt alle da rein. Die gehen alle da rein, ja. Ich glaube, jetzt kommt jemand. Mit. Das bringt nicht, Steven. Ach, der steht gut, der steht gut. Ja, und die anderen alle stehen auch gut. Die sehen. Alter, Steven. 3. Denke dran, du kannst nicht weiter weg. Oh, was ist das? Das haben sie so doof gemacht. Ich wundere, warum ich jetzt sterbe. Es sind nur die anderen dran schon. Was ist jetzt? Ja, ich weiß. Das Treffen ist irgendwie so ganz dumm gemacht. Okay, sie ist im Leben noch. Ja. Ich geh trotzdem aus dem Mund. Ich glaube, wenn wir jetzt noch Benzin finden, das wäre so göttlich. Ich drehe aber da reichen. Ich glaube, ich würde wegrennen. Ja,
Wenn du jetzt aber von hier, von der Werkstatt reingehst, kommst du da nicht besser? Lieber nochmal zuschlagen. Da kommt noch einer. Naja. Ich glaube. Oh Gott. Kommt noch einer. Geh mal hier hinter dem roten Auto. Ich glaube, da lag eh ein Ding. Hinter dem roten Auto? Ja. Ja. Ich habe gedacht, ich habe hier was gesehen. Na gut. Vielleicht lag da Heilung? Irgendwas Grünes hat da gelegen. Aber ich würde sagen, in der Werkstatt hat Kleid oder einer gelegen. So ein. Na gut. Nee. Mach ein bisschen Lärm. Steven, in der Werkstatt hat bestimmt einer gelegen. Oh Gott, Steven. Ich glaube, es ist glaub nicht so viel. An dem Haus? Was ist das? Oh. Oh, guck mal, hier links zum Beispiel. Hier so? Ja. Irgendwo können wir hier noch hin. Nein. We shouldn't get too far. Hier, da, guck mal, unten auf dem Boden, ob hier noch irgendwas liegt. Hier liegt nicht. Warum nie? Nein. Die kriegen wir schon nicht hier. Ich hab doch Angst, Steven. Also wenn man so Inseln anlockt, scheint es eigentlich nicht so kompliziert zu sein. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wann haben denn eigentlich der Daryl und der Merle eigentlich die anderen eigentlich getroffen? Wo das gewesen sein war? War das in... Vielleicht sehen wir das ja am Ende. Ja schon, aber irgendwann haben sie es doch auch erzählt. Schön, mhm. Steven. Was haben wir das erzählt? Ja, in der ersten Staffel haben sie darüber erzählt, wo sie die getroffen haben. In welcher Stadt waren das überhaupt, wo die sich getroffen haben? War das Detroit? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hier ist eine Glastasche. Die können wir ja so gut gebrauchen. Oh. Wieso geht denn der nicht hoch hier? Ein bisschen Krach hier. Hier ist auch noch was. Sieht gut aus. Alles das, was wir natürlich nicht brauchen. Puh. Oh, hallo. Hey. Oh, da stand das hässliche Entlein. Oh, das hat uns nicht gesehen. Töten, töten, hin dran. Dude, was liegt da rechts? Ich will das mal gucken, ob da. Ne, gut. Doch, hier, da ist da eins. Ne, da nicht. Das sah wirklich so aus, also. Da ist alles zu, das ist echt toll. Hier, was liegt denn hier? Ein Puls. Hm. Da. You. Den kriegen wir jetzt auch noch, das ist relativ gut. Jetzt gucken wir mal, wo der andere ist. Der ist weg. Ist hier vorher rennt. Also. Ah, gut. Aber immer noch kein Treibstoff. Nee, das ist schlecht. Das ist abgesperrt. Wir können nirgendwo rein, das ist echt. Ja, was sitzt denn da drin? Blut eigentlich. Medikamente. Ach, Medikamente. Scheiß auf Medikamente. Sieht aus wie so eine Drogenstadt oder so. Vielleicht hatte jemand Drogen einstecken. Der ist nicht. Was liegt denn hier oben links auf der Treppe? Moment, das ist das Wichtigste. Ah, wieder Müll. Ein bisschen Munition.
Vielleicht müssen wir einfach mal die Pistolen benutzen. Ah, da kommen die da alle. Ja, eben. Wir wollen ja keinen Krach machen. Denk dran, wir haben kein Leben mehr. Hm. Ja, wenn du jetzt tot gehst. Fast also alles ruhig, oder? Ja. Nicht ganz. Was? Ja, ich letztens hat aber noch hier oben drauf was gelegen. Wieder Müll. Alles total gesperrt, als wenn man das nicht aufbrechen könnte. Oder nicht zwei? Aber. Auto liegt ohne Stein. Ey, liegt da nirgends für Zeug zum Heilen? Das ist wirklich echt. Scheiße, irgendwie. Tja. Ich würde auch denken, meine Zeit ist jetzt bald rum, aber ich renne mal schnell noch zum. Du könntest hier einfach noch zu einer Stadt fahren, da könnten wir hierfür noch abspeichern. Genau, ich renne einfach mal zum Auto, weil hier ist jetzt eh keiner mehr. Und zack, von allen Seiten. So, Benzin haben wir jetzt wieder? Nehmen wir wieder den Highway erstmal. Ja, müssen wir ja sowieso. Wir nehmen erstmal den Highway, genau. Dann sind wir auch schnell wieder an unserem Ziel. Nein, okay. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Was machst du? Ey. Ich wollte es nämlich spannend machen. Oh, Steven. Ja. Zur Strafe müsstest du jetzt weiter spielen. Nee, du bist dran, deswegen. Ey. Aber wir schaffen das. Wir haben das schon zwei. Drück die Daumen. Verdammt. Aber du schaffst das schon. Weil du immer weiter drückst. Weil du ein verdammter Stricher bist. Weil ich mein Vertrauen in dir setze. Das ist eine Werkstatt, wo es vielleicht Vorräte gibt. Achso? Durchsuch die Werkstatt oder fahr weiter. Ja, gut, okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.